Das ist wirklich eine erstaunliche Entdeckung. Mehr als 4000 Einzelsterne bilden einen gewaltigen Sternenstrom, der in rund 300 Lichtjahren Entfernung von unserem Sonnensystem das Zentrum der Milchstraße umkreist. Und das ist in kosmischen Maßstäben gesehen wirklich unsere direkte Nachbarschaft. Hierbei handelt es sich also höchstwahrscheinlich um einen der massereichsten Sternengruppen in der Sonnennähe. Warum dieser gewaltige Sternenstrom so lange unentdeckt blieb und welche Geheimnisse er über unseren Kosmos verraten kann, klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Aufgespürt werden konnte dieser riesige Sternenstrom mit Hilfe von Gaia, einer Weltraumsonde der Europäischen Weltraumorganisation ESA, die im Dezember 2013 ins Weltall gestartet war. Und Big Data, also riesige Datenmengen, sind hier wie immer öfter der Schlüssel zum Erfolg. Ein österreichisches Forschungsteam hat jetzt diese riesige Datenmenge, die seit 2013 angefallen ist, genauer analysiert. Zu untersuchen waren unter anderem die Geschwindigkeiten und das Alter von mehreren Millionen Sternen in der Nähe der Sonnenumgebung. Und dabei wurde Erstaunliches zutage gefördert. Dazu einer der beteiligten Forscher, Stefan Meingast. So haben wir diese bisher unerforschte Gruppe identifiziert, deren Sterne alle mit gleicher Geschwindigkeit in die gleiche Richtung fliegen, gleich alt sind und die Eigenschaften eines durch Gezeitenkräfte verformten Sternenhaufens aufweist. Das wirklich Besondere an dieser Entdeckung ist, dass dieser Sternenstrom quasi direkt an der Erde vorbeifließt. Das kann man umgangssprachlich tatsächlich so formulieren. Denn in kosmischen Maßstäben ist die Distanz der nächsten Sterne von wohl 326 Lichtjahren wirklich ein Klacks. Laut dem Forschungsteam ist diese Entdeckung eine Premiere, denn vergleichbare Sternenströme konnten bislang nur im fernen Halo, also im äußeren Bereich der Galaxie, aufgespürt werden. Dazu einer der Forscher, Joao Alves. Dinge in der Nähe unseres Heimatplaneten zu finden, ist sehr hilfreich, denn so ist deren Ansicht weder zu schwach noch zu verschwommen, um analysiert zu werden, der große Traum aller Astronomen. Und die Fachleute haben in ihrer Studie noch mehr Details beschrieben. Demnach haben sich die Sterne des Stroms wohl vor etwa 1 Milliarde Jahre gebildet. Der Sternenstrom selbst erstreckt sich über hunderte Lichtjahre. Schätzungen zufolge ist er etwa 1305 Lichtjahre lang. Die Sterne dieser Gruppe verteilen sich also quasi über den ganzen Himmel, wenn man es von der Erde aus betrachtet. Und genau das erklärt auch, warum der Sternenstrom erst jetzt entdeckt werden konnte. Laut des Forschungsteams aus Österreich waren Einzelsterne davon nämlich bereits bekannt. Doch niemand hatte den Zusammenhang zwischen ihnen bislang erkennen können. Dies haben nun die präzisen Messungen möglich gemacht. Doch selbst Gaia hat noch Luft nach oben, denn selbst sie hat Probleme damit, lichtschwache Objekte zu erfassen. So konnten bislang nur 200 Sterne des neu entdeckten Stroms identifiziert werden. Doch das Forschungsteam ist sich sicher, mindestens 4000 zusammenhängende Sterne bilden diesen Strom. Dafür spricht laut der Experten und Expertinnen beispielsweise die Tatsache, dass sie sich gemeinsam bewegen. Somit würde es sich bei dieser Entdeckung tatsächlich um eine der massereichsten Sternengruppen in Sonnennähe handeln. Die Nähe zu uns sei zufällig und habe sich einfach so ergeben, unter anderem durch die Bahnen unseres Sonnensystems und des Sternenstroms rund um das Galaxiezentrum. Dennoch sind auch die Expertinnen und Experten selbst über ihre eigene Entdeckung durchaus überrascht. Dazu Alves. In der Nähe befindliche Scheibenströme zu identifizieren ist wie das Suchen nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Astronomen haben diesen neuen Strom schon lange betrachtet, da er den größten Teil des Nachthimmels bedeckt. Aber sie erkennen erst jetzt, dass er da ist. Er ist riesig und bewegt sich schockierend nahe an der Sonne. Gigantische Sternenhaufen, die aus Sternen verschiedenen Alters und Größe bestehen, sind übrigens nicht selten. Auch in der Milchstraße gibt es davon sehr viele, doch der Großteil davon ist noch jung, nur einige Millionen Jahre alt. Weiter außen dagegen, im Halo, also dieser kugelförmigen Hülle um die Milchstraße, existieren auch massereiche Sternenhaufen schon seit Milliarden Jahren. Diese wurden im Laufe der Zeit zu Sternenströmen auseinandergezogen. Gravitationskräfte sorgen dafür. Übrigens gehen wir auch davon aus, dass die Sonne vor etwa 4,5 Milliarden Jahren in einem Sternenhaufen entstanden ist. Ihre Geschwister, also die Sterne dieser Gruppe, werden seitdem von vielen Forschungsteams weltweit gesucht. Denn seitdem haben sie sich wohl über das ganze Milchstraßensystem verteilt. Experten und Expertinnen sind jedenfalls optimistisch, dass mit Hilfe von Gaia weitere faszinierende Sternenströme entdeckt werden. Zudem wollen sie endlich im Detail verstehen, wie Galaxien entstehen und Gravitationskräfte in diesem Zusammenhang wirken. Die Hauptreihe der Sterne, einfach erklärt, dafür hier klicken, anschauen und Raumzeit, Blog der Zukunft, abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.